Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games und Playtime. Heute werden wir euch Absolver vorstellen. Genau gesagt, mein lieber geschätzter Kollege und unser Games-Chef, der Dominik. Hallöchen. Hallo, hallo. Du hast nämlich Absolver gespielt. Gleich vorweg, wir zeigen hier wieder ein Video, das du im Vorfeld aufgenommen hast. Und ja, die erste große Frage ist natürlich gleich mal: Was ist Absolver? Also kannst du es mal grob zusammenfassen? Was tatsächlich gar nicht so leicht ist, weil Absolver ist so ein quasi Open World Versuch ohne Erklärung zu überleben, Kampfsportsimulator. Okay. Anders gefragt, gibt es eine Story? Ja, gibt es irgendeine Geschichte, die Es gibt man eine in. Story. Es gibt tatsächlich eine Story und sogar die komplette Welt, in der man da rumläuft, die hat eine Hintergrundgeschichte. Also man hört da immer wieder ausschnittsweise, hört man ein bisschen was von NPCs, weil es gibt vereinzelt, ich glaube so zwei, drei NPCs gibt es im gesamten Spiel, halt wirklich mit einem reden. Und von denen hört man auch, dass es halt was gibt. Also da ist was und das merkt man eben auch und die ganze Welt macht auch Sinn im Ganzen. Aber so aufs Auge gedrückt ist das so ein bisschen so ein Dark Souls-Ding. Also ihr habt am Anfang ein Video, ihr seht, ihr werdet aus einer Reihe von Novizen ausgewählt, dann seid ihr eben plötzlich in dieser komischen Ruinenstadt und lauft rum und müsst die Gezeichneten ausschalten. Die werden dann aber nur gefaltet, was halt so ein bisschen Beschwören, Deschwören-Ding ist. Ja, Deschwören habe ich gesagt, genau. Und die können dadurch halt dann respawnen. Also das ist so ein bisschen der Grund, warum irgendwie niemand sterben kann in dieser Welt oder was auch immer. Okay. Und das Ganze läuft dann halt, also ihr macht das quasi als Prüfung, dann dürft ihr durch das letzte Tor gehen und dann habt ihr diesen letzten großen Kampf quasi. So ungefähr läuft die Story halt ab und das ist es halt, was man euch jetzt erzählt. Es soll aber auch auf jeden Fall noch mehr Story kommen, noch mehr Hintergrundstuff kommen, noch mehr spielbarer Shit kommen, weil, und ich greife ein bisschen vorweg, das Ganze ist dafür, dass es eigentlich super umfangreich ist und dafür, dass ihr vom Kampfsport und vom Kampfstil her und von den ganzen Decks her und von dem, was ihr hochleveln könntet, eigentlich enorm viel machen könntet, ist das Spiel enorm kurz, so storymäßig, was ihr jetzt an Inhalten habt, die ihr vom Spiel vorgegeben bekommt. Okay, heißt also im Klartext, das ist wieder so ein Spiel, das einfach weiterläuft, auch ohne der Story quasi. Also, dass man weiter Kämpfe führt und dass man weiter sich hochlevelt oder irgendwelche Sachen Genau, freischaltet. das ist auch das, was ihr nämlich am Ende seht, wenn ihr das Spiel quasi durch habt, kommt ihr auch wieder im Startraum quasi an und man sagt euch, tja, das war's soweit, das war cool und lustig, aber jetzt müsst ihr allein weitermachen. Und dann seht ihr halt, ihr könnt ja die ganze Zeit über diese quasi Platzierungs- oder Prüfungskämpfe machen, ihr könnt quasi weiter im Level aufsteigen, ihr könnt immer noch rumlaufen, anderen Spielern helfen. Und ihr könnt immer noch versuchen, weiter eure Decks auszubauen. Das habt ihr im Video jetzt, glaube ich, gerade gesehen, kurz. Das sieht man auch gerade, diese Kampf. Kurze Frage noch, bevor wir auf diese ganze Ja? Kampfgeschichte eingehen. Gönn Ich habe irgendwie gehört, dass es auch Klassen geben soll. Wie weit ist das richtig? Gibt es da tatsächlich dir. Es ist verschiedene richtig, es Klassen? gibt drei, beziehungsweise sogar vier Klassen. Es gibt den Forsaken, das ist so diese gebalancete Kampfklasse. Der Forsaken kann eben normal blocken. Da gibt es den Kalt. Das ist so ein bisschen der haut drauf, der kann nämlich auch Angriffe, die gegen ihn gehen, absorbieren und dann quasi seinen Angriff fertig durchführen. Und den Windfall, das ist der klassische Rogue, der ist eben schnell, der ist gewandt, sein Hauptstat ist auch Agilität und der kann ausweichen. Es gibt dann aber mit Level 30, also zum Ende des Spiels werdet ihr, wenn ihr mit der Story fertig seid, ungefähr Level 10 sein, 15 vielleicht. Dann gibt es den Stagger, das ist dieser Drunken Master Guy. Also ein bisschen dieses Jackie Chan-Ding. Sehr cool. Das halt super lustig ist und super viel Spaß macht. Aber ja, wie gesagt, nee, ihr müsst Level 30 sein, um da hinzukommen. Okay, Aber das ist also. dann die Schule, die ihr daran lernen könnt. Okay. Man hat jetzt eben diesen Kampfeditor gesehen. Also, wie läuft generell dieses Kampfsystem ab? Das ist ja, glaube ich, eines der großen Highlights von Absolver. Wie funktioniert das? Erklär das mal kurz mit den Tatsächlich ist es Rang eines der und. großen Highlights. Was ihr da jetzt gerade kurz gesehen habt, war, wie ich mein Deck gebaut habe. Und zwar kriegt ihr, also ihr lernt Skills, beziehungsweise ihr lernt Kampffähigkeiten, indem ihr gegen andere Spieler kämpft. Die benutzen ihre Fähigkeiten und ihr weicht ihren Fähigkeiten aus. Und wenn ihr ihren Fähigkeiten ausweicht, sie blockt oder sie mit euren eigenen Angriffen pariert, dann bekommt ihr quasi Lernpunkte in diesem einen Angriff. Und wenn das Ding halt ausgelernt ist, dann habt ihr das Ding zur Verfügung und könnt ein neues Deck einbauen. Die Decks selbst funktionieren, dass ihr vier verschiedene Stances habt, also Kampfhaltungen bzw. Richtungen. Und für jede Stance könnt ihr dann eben ein bis drei Angriffe eintragen.
die dann immer Anfänge und Enden haben. Das bedeutet, ihr guckt dann halt zu, dass die eben nach Möglichkeit erstens gut als Combo funktionieren und zweitens, dass die vielleicht so enden, dass ihr dann direkt mit einem anderen Angriff weiter, mit einer anderen Combo weitermachen könnt, die vielleicht ganz gut damit funktioniert. Also. Diese Decks an sich werden dann übrigens auch zu einer Schule zusammengefasst und sobald ihr einen Absolver seid, also sobald ihr die Story durch habt, könnt ihr diese Schule halt publik machen und andere Spieler können eure Schule annehmen. Oh, sehr cool, Und sehr da cool. kriegen dann quasi euer Deck, also euer Angriffsdeck und je mehr sie leveln, desto mehr von euren Angriffen schalten sie dann frei und lernen dann quasi eure Schule zu verstehen, beziehungsweise sind dann quasi eure Schüler. Insofern, was ziemlich witzig ist eigentlich. Genauso könnt ihr natürlich auch einen Mentor suchen. Okay, also sehr cool. Also am Endeffekt, das Spiel gibt dir halt eine Vorlage vor, ja, also so diese Grunddinger. Aber was du dann draus machst, wie du das kombinierst und so weiter, bleibt halt komplett dir übrig, ähnlich wie in einem Kartenspiel, also um es mal ein bisschen anders zu formulieren. Also. Exakt, genau. Nur musst du halt alles, was du eben können willst, musst du im Endeffekt lernen, indem du es von anderen Spielern abschaust oder von anderen NPCs. Ah, okay. Das Ganze ist aber, also das ist ja das mit dem Ausweichen, ne? Ausweichen und Parieren. Dadurch lernst du die Fähigkeiten und die kannst du dann verwenden. Oder indem du halt eine Schule annimmst von einem anderen Spieler. Dann hast du quasi sein Deck und das kannst du auch nicht ändern. Das musst du dann genauso spielen. Okay. Ich sehe unten, also das ist ja, das hat es ja recht minimalistisch gehalten. Dieser Balken ist wahrscheinlich die Ausdauer, ja, ähnlich wie Dark Souls. Also das heißt, wenn ich keine Ausdauer habe, habe ich wahrscheinlich Probleme. Ja, die muss man immer schauen, dass die sich anscheinend regeneriert während des Kampfes. Genau. Korrigier Wenn die mich, wenn auf ich falsch Null bin. kommt, dann braucht die auch bedeutend länger, um wieder hochzukommen. Sieht man jetzt gerade auch bei dir, ja, da musst du dann wieder ein bisschen auf Distanz gehen. Aber was ist eben da dieses Symbol da unten, wo man anscheinend irgendwie vier Richtungen anwählen Genau, kann? das in der Mitte unten ist das, was ich vorhin gerade schon erwähnt habe, das sind die Haltungen, also diese vier Richtungen, in die du quasi schlagen kannst. Dadurch, ihr seht, dass bei mir rechts oben ist bei mir dieser Standardschlag mit dem kräftigeren Schlag, das ist so eine Jab-Schwinger-Kombo. Genauso wie ich links oben habe ich diesen kleinen Sprungtritt, gefolgt von eigentlich von dem hohen Kick. Okay. Die unteren beiden habe ich ein bisschen außen vor gelassen, weil sich auf vier Angriffe konzentriert, das ist ja Wahnsinn. Okay. Ich sehe aber dann Verdammt links Musik. daneben auch noch, so sind das irgendwie Spezialfertigkeiten? Also sieht man so ein Herzchen und was heißt, was ist Genau, was? das sind Spezialfertigkeiten. Das links bei mir ist das Herzchen, das ist Heilen. Das heißt, wenn ich das anmache, dann regeneriere ich langsam HP. Sobald ich aber gedamaged werde, hört das auf zu regenerieren. Wenn ich aber selbst damage, regeneriere es schneller und mehr. Das rechts ist so ein ganz normaler Skill, bei dem ich halt das Gewicht des Gegners erhöhe, damit er ein bisschen langsamer ist. Und das Ding oben ist meine Waffe, mein Schwert, das ich mir da reingelegt habe. Ich habe mir so ein Krummschwert besorgt. Okay. Kann man diese Spezialfertigkeiten dann auch lernen oder sind die limitierter? Genau, Was nee, die sind kann die? man, also die kommen tatsächlich durchs Level selbst und die Waffen kommen, glaube ich, die schaltet ihr frei durch, gegen wen auch immer ihr kämpft. Also das könnt ihr auch mit der Schule, nehmt ihr, glaube ich, auch die Waffen an, wenn ich mich nicht ganz irre. Also die könnt Okay. ihr auch so einschalten. Jetzt hat mein Gegner zum Beispiel, ja. Okay, du hast erwähnt andere Mitspieler. Das heißt, das Ganze spielt auf einem Server, also ist es ein Online-Spiel oder wie? Genau, ihr seid sowieso dauernd online. Das heißt, wenn ihr am Anfang ins Spiel einloggt, also noch bevor ihr aussucht, ob ihr einen neuen Charakter macht oder mit eurem Charakter fortfahrt, loggt ihr ein. Also ihr loggt in den Server ein und dann erst könnt ihr in die Welt rein. Okay. Und das heißt, ich treffe auch permanent quasi Mitspieler, Genau, du oder? triffst auch relativ häufig auf Mitspieler und mit den Mitspielern, die kannst du auch entweder kannst du direkt angreifen, du kannst sie auch, wie ich ganz am Anfang des Videos, zu einem Kampf herausfordern. Den Kampf habe ich auch ein bisschen schändlich verloren. Ja, hat man gesehen. Du kannst ja auch genauso anquatschen und kannst sagen, hey, lass mal kooperieren. Der Witz bei dem Ganzen ist aber, sobald ihr sterbt, also einer von euch beiden, ist die Kooperation aufgelöst. Genauso könnt ihr Leute, mit denen ihr kooperiert, aber auch immer noch selbst angreifen. Okay, also das heißt am Endeffekt so ein bisschen aus Vertrauensgeschichte, ob man, wenn man da jetzt im Kampf ist, dass man wirklich unterstützt wird oder ob dann irgendwie der Kollege einen in den Rücken fällt, auf gut Genau. Deutsch. Okay. Also gibt es dann auch einen Chat oder läuft das alles über so Emotes ab Es oder? gibt keinen Chat, es gibt nur ein paar Emotes, also nur so ein Winken, so eine Siegesdingens, eine Verbeugung, ein Daumen hoch, ein Nein, 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 nein. Okay. Aber derlei Dinge eben nichts Großartiges. Es gibt wirklich keine echte Art, mit den Leuten zu kommunizieren. Das liegt aber halt auch daran, dass die Charaktere und die Spieler in dem Sinne eben Masken tragen und eigentlich, Hat man gesehen. ja, also meine Maske ist ein bisschen creepy, freaky, aber ja. Okay, also das heißt, dass ich dann Leute einlade, in eine Gruppe reinzukommen, gibt es dann einen eigenen Befehl oder muss ich da vorher halt einmal hingehen, mich irgendwie verbeugen nett und dann Nein, 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 kommt also du derjenige siehst die zu mir. Leute und sobald du sie siehst, kannst du sie anwählen und wenn du sie angewählt hast, dann kannst du dein kleines Rad mit den Funktionen aufmachen, eben in dem Sinne zu Duell auffordern, Krieg erklären oder halt Kooperation einladen, Emotes machen, etc. bla bla.
Okay, aber ist es nicht so, dass ich jetzt permanent angreifbar bin in der Welt, sondern ich muss schon einen Kampf quasi zustimmen? Oder Du nein. bist durchgehend angreifbar. Okay, also das ist dauergefleckt, wie man so schön sagen Genau. würde. Okay, Das ist, du das bist ist gut quasi zu auf einem wissen. PvP-Server und du kannst immer und überall angegriffen werden, sogar von den Leuten in deiner Gruppe. Das Okay. ist ohne Probleme möglich, dass wenn, also du kannst den Typen eine Kooperation einladen, er läuft los und dann trittst du ihm einfach ein paar Mal ins Kreuz und lachst ihn aus. Okay, alles klar. Also wenn man so gehässig ist wie du auf gut Deutsch. Ja. Hab ich tatsächlich nie gemacht, weil ich finde, diese Vertrauensgeschichte in dem Ja. Spiel ist eigentlich ziemlich wichtig. Okay. Das funktioniert ganz gut, aber ja. Lass uns noch ein bisschen auf Steuerung und Technik eingehen. Spielst du das Ganze mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad? Ich spiele das Ganze mit Maus und Tastatur und das ist auch so ein kleines Problem bei dem Ganzen. Das Ganze ist nämlich eigentlich aufs Gamepad ausgelegt. Das siehst du auch an der Art, wie das Hub Ja. aufgebaut ist. Ich bin trotzdem Maus-Tastatur-Mensch und mir ist das einfach lieber so. Entsprechend habe ich aber auch ein leichtes Problem, weil du kannst in dem Spiel die Richtungstasten für die Haltungen nicht ändern. Die liegen nämlich standardmäßig auf Q, E, Z, C. Okay. Und Z ist halt immer ein bisschen unangenehm. Ich meine, der Rest ist komplett logisch. Das sind halt vier Tasten, die sind quasi ein Quadrat. Das ist in Ordnung. Aber Z ist natürlich bei der deutschen Tastatur neben T, also zwischen T und U, recht mittig auf der Tastatur. Wenn es in der englischen Tastatur natürlich unten links liegt, damit das Quadrat halt Man voll könnte es wird. umstellen im Notfall ja auch, Das habe ich auch das gemacht. drinnen. Ja, ich musste Ja. auch die ganze Zeit mit der englischen Tastatur spielen. Okay. Aber Okay. Also ja. empfiehlst du eher das Gamepad, sage ich jetzt einmal. Also wenn man eins hat, eher das Gamepad. Grundsätzlich, wenn man Lust aufs Gamepad hat, kann man das mit dem Gamepad spielen. Ich hatte sehr viel Spaß mit der Tastatur, weil abgesehen von der Sache ist es kein Problem. Also das Okay. funktioniert einwandfrei und ist eigentlich ideal so, wie es ist, weil die Finger liegen halt auf WASD, ne? Griff nach unten auf Y, Griff nach unten auf C, Griff nach oben auf Q, Griff nach oben auf E. Das ist kein Problem. Das ist auch genauso gewollt, genauso machbar. Das kann man machen, das ist in Ordnung. Also es funktioniert so genauso wie mit dem Gamepad. Technisch, ja, optisch ist es. Es hat einen eigenen Stil, der ist schön soweit, aber es ist jetzt optisch halt nicht die Welt, ne? Engine-mäßig, ich höre von Bugs, aber ich habe selbst keine erlebt. Keinen einzigen, tatsächlich. Also auch keine Probleme mit dem Server oder so, mit irgendwelchen Das ist Abstürzen. das Nächste, was ich dann gleich sage, aber zuerst Thema Bugs. Also wie gesagt, ich hab von ein paar Bugs gehört, ich habe von ein paar Problemen gehört, also von vielen Bugs und vielen Problemen, aber ich selbst hatte halt keinen einzigen davon. Ich hatte nie ein Problem mit irgendwas in diese Richtung und also sowohl meine Heilung funktioniert perfekt, als auch, also ich bin nie durch irgendwelche Kisten oder Türen gefallen oder durch den Boden. Ich hatte nie ein Problem damit, dass ich irgendwo ins Wasser gefallen wäre, ohne es zu verdienen oder dass ich irgendwo festgesteckt wäre. Das ist alles nie passiert. Also von daher kann ich leider nicht sagen, ob es da wirklich diese Probleme gab und ich habe wirklich viel Spielzeit reingesteckt. Also, ne? Okay. Thema Server ist eine andere Geschichte, weil das, muss ich sagen, das scheint abhängig vom Gebiet zu sein, in dem man ist und abhängig von den Leuten, die um einen rum sind. Weil ich hatte halt diesen einen Typen, den ich öfter mal getroffen habe und wenn ich mit dem kooperiert habe, dann war das für mich einfach nicht mehr spielbar. Gleichzeitig ist es überall sonst irgendwie komplett lag- und problemfrei. Aber stellenweise passiert es tatsächlich, dass es lag, dass es ruckelt, dass man Latenzprobleme hat und das macht das Spiel an sich, da es ja super fast-paced ist und eigentlich wirklich problematisch ist, wenn du nicht instant auf alles reagieren kannst und nicht siehst, was der Gegner macht, weil er irgendwie mit kleinem Delay agiert. Bisschen problematisch, ne? Also Also alles, ich was würde fast schon aktiv sagen, ist, Kampfsystem, ist es immer problematisch, wenn das richtig, Lag richtig. ist. Also sobald das über einen Ping von irgendwie 150 ms geht, ist das eigentlich nicht mehr wirklich spielbar. Und wenn du halt dann irgendwie scheinbar den Russen oder sowas in deiner Nähe hast und das Ganze steigt auf die 600 an, dann kannst du dir vergessen. Also, aber es gibt schon eine EU-Region servertechnisch, also. Es gibt tatsächlich, also hast du da nichts zur Auswahl. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie das Serversystem wirklich funktioniert, weil im Endeffekt sagst du einfach ja, connecten und du connectest. Aber du hast keine Auswahl, wo du hin connectest. Es kann sogar sein, dass das irgendwie Spieler als Hosts nimmt, vielleicht, oder ist ganz schwer zu sagen, was da wirklich genau passiert. Okay. Man könnte es recherchieren, nämlich. Dann würde ich sagen, ein kleines abschließendes Fazit. Man, klar, das Spiel wird sich auch weiterentwickeln, aber jetzt einmal so aktueller Stand. Kannst du es empfehlen? Macht es Spaß? Hau mal raus, ein kleines Fazit. Das ist genau der Punkt. Ich gehe davon aus, dass sich das Spiel weiterentwickelt, weil es ist ja, glaube ich, auch das erste Spiel vom Entwickler Slowclap, wenn ich mich irre. Nein, Slowclap ohne W. Und es ist so, wie es jetzt ist, ist es ja schon mal sau cool, weil die Sachen, die drin sind, beziehungsweise die Sachen, die man machen kann und die man machen soll, also das, was das Spiel ausmacht, nämlich diese Kampfdecks, diese Schulen, das Kampfsystem an sich, das funktioniert perfekt und das ist großartig, weil, also,
sowohl der Kampf mit Waffen als auch der Kampf ohne Waffen ist unglaublich schnell, unglaublich schwer, unglaublich anspruchsvoll. Und die verschiedenen Möglichkeiten, sich seinen Kampfstil zusammenzubauen, sind herausragend. Das macht unglaublich viel Spaß, das ist großartig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, auch wenn sie das Spiel noch weiterentwickeln und auch wenn sie da noch mehr Kram reinbauen, ist es jetzt gerade mit irgendwie, ich sag mal, ungefähr 2,5 bis 4 Stunden Story, je nachdem, wie man es halt dreht, super, super, super knapp bemessen. Weil wir im Endeffekt, also es gibt danach eben nichts mehr, was dich so antreibt, außer dass du eben sagst, okay, passt, das Spiel macht mir Spaß und ich möchte es halt weiterspielen, ich möchte fertig mit Leuten duellieren, ich will mich selbst verbessern. Aber das ist halt, wenn man jetzt jemand ist, der sich halt eher von irgendeiner Geschichte oder von irgendeinem Ziel treiben lässt, dann ist das super annoying, weil du hast halt nichts, was dir sagt, du sollst weitermachen, du sollst weitergehen. Außerdem gibt es eben diese Serverprobleme, die einfach da sind. Nicht überall, relativ selten im Vergleich, aber halt trotzdem da sind. Punkt. Okay. Ja, ist mal eine Ansage. Ansonsten bei uns auf der Seite findet ihr dann auch noch den schriftlichen Testbericht von Dominik. Da könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zum Spiel habt, gerne rein in die Kommentare damit. Ja, Dominik oder jemand aus der Redaktion wird versuchen, das so schnell wie möglich zu beantworten. Gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben sehen wir auch gerne, genauso wie ein neues Abo. Ja, das war's von Absolver. Danke Dominik für die Zeit und ja, ich sag einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Cheerio.